Wir sind mit 7, 8 Männer hier, die das ehrenamtlich machen und auch mit viel Vergnügen. Heute ist allerdings so ein bisschen Pause. Pater Wolfgang, der hatte Geburtstag und da mussten wir heute Vormittag noch ein Bier trinken. Ja, die Grotte, die ist ja schon mit der Kirche zusammen gebaut worden, kurz danach. Und die hat bis 1972 hier gestanden. 1972 war dieser große Sturm hier in Norddeutschland. Da ist ja einiges so umgeweht. Hier sind Bäume draufgefallen und dann war die Grotte so kaputt. Dann hat man es ganz abgebrochen. Man hatte vielleicht auch nicht die nötigen Mittel, um das wieder aufzurichten. Und jetzt gab es eine Initiative vom Heimatverein. Die Grotte möchten wir gerne wieder haben hier in Mühlen. Und ja, das ist uns auch dann gelungen. Vor etwa 3 Jahren sind wir angefangen zu planen mit dem Bauamt, Gemeindebauamt in Steinfeld, mit Herrn Kuschate. Der hat uns da wirklich weitergeholfen. Wir haben also Geld bekommen von der ILEC, Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept. Das hängt also irgendwie mit Brüssel zusammen. Da ging es darum, dass man das Geld, was man daher bekommt, auch gegenfinanziert bekommt. Also zum Beispiel, wenn die 50.000 Euro geben, dass dann die Gemeinde, die politische Gemeinde auch 50.000 Euro gibt. Und das haben wir irgendwie auch in der Politik hinbekommen, dass wir dann irgendwie 100.000 Euro auf dem Tisch hatten. Dann haben wir die Kirchengemeinde hier, das ist ja im Grunde auch Kirche, dieses, was hier entsteht, haben wir dann auch mit ins Boot bekommen. Die haben 25.000 Euro gegeben und der Heimatverein ist angetreten mit 25.000. So, und dann hatten wir so das Grobe auf dem Tisch. Aber das ist nicht genug, dass diese Anlage kostet mehr als 150.000 Euro eben und alles andere muss eben in Eigenleistung erstellt werden. Und das kriegen wir auch hin. Wir sind kurz vor der Vollendung. Der Maurer oder die Bauleute sind mehr oder weniger schon fertig. Die Bilder, diese, was Sie hier sehen, das sind ja nur alles Entwürfe hier drin. Die hat also die Künstlerin schon gemalt und das wird mit Afzelia-Holz erstellt, wird ausgestemmt. Es wird also richtig ein Halbrelief oder wie sagt man, Halbrelief. Ne? Sind Motive, also einmal hier in der Mitte, das ist der heilige Franziskus, wie er die Wundmale empfängt. Und das ist ja schon, das kennt ja im Grunde jeder. Dann haben wir hier auch neue Motive aufgenommen. Das ist hier zum Beispiel die Mutter Teresa in Kalkutta, die armen Leute da unterstützt hat oder sie beim Sterben geholfen hat, wie soll man sagen. Dann haben wir hier noch ein Motiv, dass man eben, wenn es einem gut geht, den Leuten was abgibt, die eben nicht so viel haben. Ne? Ja, die anderen beiden Motive sind jetzt nicht hier, aber es in ähnlicher Form ist das dann auch so gewollt. Ja, wir sind richtig glücklich. Wir haben nur zusprechende Leute, die sagen, oh, was Mocki, das Gaut und was ist denn alles schön und das ist ja bald wie früher. Nicht? Und ja, und das macht uns Bauleuten natürlich auch Spaß. Wenn wir hier nur Nörgler hätten, dann wären wir vielleicht auch schon weggelaufen. Guck, so viel dazu. Da sehen Sie ja schon den Stahlträger. Da wird also das Kreuz draufgestülpt. Auf den Stahlträger kommt noch ein Kreuz von etwa 5,50 Meter Höhe. Ne? Ja. Da oben auf dem Podest kommt dann auch noch der Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus. Maria Magdalena steht dann so ein bisschen abseits vom Kreuz. Und dann die Maria, die Mutter Gottes, der Johannes, der ist schon fertig. Das Kreuz ist auch mehr oder weniger fertig. Aber ich sag mal, es wird noch 2 Monate dauern, 3 Monate. Also die Künstlerin kann da nicht gegen arbeiten, es ist sehr viel Arbeit. Und das wird aber richtig schön, so kann man wohl sagen. Ne? Das ist Katzengold, sagt man dazu, das ist Pyrit. Pyrit ist auch ein Mineral, was in diesem Gestein so drin ist. Aber wir sagen immer, wenn, aber kann man ja gut erkennen hier. Ne? Da oben sind welche, da ist so ein Einschnitt. Oder wo haben wir hier? Da ist einer mit ganz dicken Blättern. Da. Ja, wir haben ganz viele Dinger, Steine, wo das drin ist. Da oben glitzert es überall. Das ist Gold, aber das darf man gar nicht sagen.
Wir wollen unsere Eucharistiefeier beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus, der Herr, sei mit euch allen. Und mit deinem Geist. Wir können uns setzen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist heute für unsere Gemeinde ein denkwürdiger und großer Tag. Vor 100 Jahren 101 Jahren genauer, das wird Pater Heinz noch genauer sagen, da wurde die erste Kreuzwegstation errichtet im Kreuzweg durch den Klosterwald. Vor unseren Vorfahren wurde das gemacht. Heute, 100 Jahre später, stehen wir und beten
vor der neu errichteten Kreuzwegstation. Es ist eine wunderbare Gebetsstätte geworden. Für unsere Gemeinde eine große Freude. Ich möchte alle begrüßen, die heute hierher gekommen sind, aus unserer Gemeinde oder auch von ferne her. Ich möchte besonders begrüßen Pater Heinz Schnittger, der aus Orbeck bei Osnabrück gekommen ist und uns die Predigt halten wird. Ich möchte Pater Rigobert Haskamp begrüßen, der, ja, ihr kennt ihn besser unter dem Namen Nordersheini, ja, der aus Wiedenbrück zu uns gekommen ist, aus unserer Gemeinde stammt. Ich möchte ganz herzlich begrüßen unsere Bürgermeisterin Manuela Hongkomp und die Ratsmitglieder von Steinfeld-Mühlen und möchte ganz herzlich Dankeschön sagen für die großartige Unterstützung der Gemeinde Steinfeld für unsere Kreuzwegstation, sonst hätten wir diese nicht errichten können. Ich möchte ganz herzlich begrüßen die Mitglieder der Gremien der Pfarrei Steinfeld-Mühlen, vom Verwaltungsausschuss und vom Seelsorgsausschuss. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Ich möchte begrüßen unseren Kirchenchor, der singt, und das Kolpingorchester. Die beiden Chor und Orchester werden unseren Gottesdienst musikalisch gestalten. Es ist eine besondere Freude, dass wir unter uns die Künstlerin haben, Frau Gertrud Oevermann aus Förden. Ja, sie hat in ein unglaublich schwierigen Arbeit, weil das Holz ganz hart ist, die Figuren und schon die beiden ersten Bilder geschnitzt. Es ist wirklich ein großartiges Werk geworden und wir sagen ihr von ganzem Herzen Danke. Ja, sie sitzt da vorne, ihre Familie. Ja, danken möchten wir dem Heimatverein. Er war der Motor und das Herz der Wiedererrichtung. Es war und ist bewundernswert, wie ihr dieses Werk vom Heimatverein ja, im Herzen getragen habt, wie ihr es geplant und durchgeführt habt. Ich möchte euch im Namen von ganz Mühlen, auch besonders von der Kirchengemeinde, ganz herzlich Dankeschön sagen. Es ist im Großen euer Werk gewesen. Ich möchte den Männern danken, die hier unsere Station aufgebaut haben. Das meiste ist in Eigenarbeit geschehen. Über 2000 Stunden haben knapp 10 Männer hier ein Dreivierteljahr gearbeitet, Stein für Stein aufeinander gefügt. Und bei Regen und Sturm, bei Schnee und Wind und Kälte haben sie hier ausgehalten. Ich glaube, es ist ein ganz großes Werk von ihnen gewesen. Und ihr könnt euren Kindern und Kindeskindern einmal spät erzählen, das durften wir tun. Herzlichen Dank euch. Ich habe einen von diesen Bauleuten gebeten. Er möchte uns doch ganz kurz einmal erzählen, wie es mit ihrer Arbeit zugegangen ist. Und bitte, dass der Alfons Völkerding nach hier kommt. Ja, ein ungewohntes Bild, aber dennoch bin ich ganz stolz, dass ich diese Worte hier sagen darf. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, ich möchte euch heute hier etwas erzählen, wie die 12. Kreuzwegstation errichtet worden ist. Nachdem wir, das sind immer die Bauleute, ich sage gleich aber immer nur wir, im November 2010 das Baufeld von Sträuchern und Bäumen befreit haben, konnten wir mit den Erdarbeiten beginnen. Ein starkes und tiefes Fundament war erforderlich und es ist sehr wichtig,
Es trägt und stützt das gesamte Bauwerk. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, unser Bauwerk wiegt ca. 200 Tonnen. Das sind 20 LKW à 10 Tonnen. Das Lavamauerwerk haben wir in Kleinst- und Mosaikarbeit aufgebaut. Das war manchmal eine ganz schöne Herausforderung. Ja, immer waren wir uns auch nicht einig, wie macht man das. Aber Schlägerei hat es nicht gegeben, wir haben uns immer wieder geeinigt. Ja, ich habe einen ganz besonderen Stein mitgebracht, den habe ich mir hier unten schon hingelegt. Also ich verschwinde mal für einen kurzen Moment. Hier vorne kann man sicher erkennen, dass dieser Stein hat die Form eines Schafkopfes. Aber das wollte ich gar nicht sagen, ich wollte ganz was anderes sagen. Warum haben wir diese Steine gerade gewählt, hier bei unserer Grotte? Unsere Grotte ist etwas ganz Besonderes. Wir wollten auch wieder besondere Steine hier anwenden. Wie sieht er aus? Ja, er sieht porös aus. Ich bin farbenblind, aber ich glaube, so ein bisschen bräunlich ist da dran. Ja, schwer ist er auch, aber es gab auch ganz leichte Steine. Woher kommt dieses Gestein? Das war die große Frage. Im Rheinland, in der Eifel, am Laacher See, am Krater sind wir fündig geworden. Ein paar Männer sind dorthin gefahren und haben das gesamte Steinmaterial, das passende Steinmaterial ausgesucht. 4 LKW à 10 Kubikmeter haben wir dann anfahren lassen. Nach etwa 12 Wochen hatten wir das Lavamauerwerk erstellt. Schauen wir uns jetzt mal die fertiggestellte Wandfassade an. Wir stellen fest, es sind große und kleine, dicke und dünne, leichte und schwere, scharfkantige und rundliche Lavabrocken. In der Mitte über der Öffnung gibt es einen ganz besonders großen Stein, den sogenannten Schlussstein. Wenn man ihn wegnimmt, würde das Gewölbe einfallen. Alle diese Steine, die ihr hier seht, haben eine besondere Aufgabe. Sie halten das gesamte Mauerwerk zusammen, jeder an seinem Platz. Das Lavamauerwerk, die einzelnen Steine, kann man mit den Menschen in unserer Gemeinde vergleichen, in der es auch größere und kleinere, stärkere und schwächere und Menschen mit Ecken und Kanten gibt. Und die Menschen unter uns, die besondere Aufgaben und Verantwortung übernehmen, das sind die großen Ecksteine. Aber auch in unserer Gemeinde gilt, wenn alle zusammenhalten, können wir eine starke Gemeinschaft sein. Jeder an seinem Platz. Der Schlussstein aber, der über alles steht, und ihr seht ihn, das ist ein ganz bestimmter dicker Brocken und ganz oben liegt noch einer, das ist Gott. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Alfons, hätte auch Pastor werden können. Nun wollen wir Eucharistie feiern und wir erbitten zu Beginn das Erbarmen Gottes. Herr Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, Kyrie eleison, du Mitter des neuen Bundes, Kyrie eleison. Herr Christus, du hast für uns getragen Kreuz und Leiden, Christe eleison. Du bist für uns auferstanden von den Toten, Christe eleison. Herr Jesus, du Herr deiner Kirche, Kyrie eleison. Du Hoffnung der ganzen Erde,
Nimm von uns, was uns bedrückt, und lass uns mit dankbaren und frohem Herzen diese heilige Feier begehen. Amen. Wir wollen beten. Allmächtiger Gott, deinem Willen gehorsam, hat dein geliebter Sohn den Tod am Kreuz auf sich genommen, um alle Menschen zu erlösen. Gib, dass wir in der Torheit des Kreuzes deine Macht und Weisheit erkennen und in Ewigkeit teilhaben an der Frucht der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des heiligen Apostels Paulus an die Korinther. Wir verkünden Christus als einen, der am Kreuz gestorben ist. Für Juden ist das ein großes Ärgernis, für die Nichtgläubigen ist es verrückt. Aber für die, die von Gott gerufen sind, ist es Christus, die Kraft von Gott und die Weisheit Gottes. Denn selbst das Einfältigste an Gott ist noch weiser als wir Menschen. Und das Schwächste an Gott ist stärker als wir Menschen. Schwestern und Brüder, schaut euch doch eure Berufung an. Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn,
nicht viele Vornehme, sondern das Einfache in der Welt hat Gott ausgesucht, um die Weisen zu beschämen. Und das Niedrige und das Verachtete hat Gott ausgesucht, das, was nichts vorstellt, um das, was scheinbar etwas vorstellt, zu zerstören, damit kein Mensch sich vor Gott brüsten kann. Wenn sich also einer brüsten will, dann brüste er sich wegen Gott, Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. Und Jesus rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte: Wenn einer mir nachfolgen will, dann verleugne er sich selbst. Er nehme sein eigenes Kreuz an und so folge er mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für die frohe Botschaft verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein wirkliches Leben verliert? Für welchen Preis könnte ein Mensch sein eigenes Leben zurückkaufen? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Christus. Liebe Schwestern und Brüder, guck mal, was haben die denn da gebaut? Mann, ist das groß.
Das ist ja ein Riesenberg. Mein Gott, ich wusste ja, dass sie die 12. Station wieder aufbauen wollten. Aber so groß hatte ich mir das nicht vorgestellt. Das ist wirklich erstaunlich. So oder anders, liebe Schwestern und Brüder, könnten Reaktionen sein von Menschen, die hier in der Zukunft vorbeikommen. Und ganz gleich, welchen Hintergrund man hat, ob man hier aus der Gemeinde kommt, ob man das kennt oder ob man von weiter weg kommt und es zum ersten Mal sieht. Eins ist ganz sicher: Mühlen hat mit diesem Kalvarienberg ein deutliches, ein kraftvolles Symbol des christlichen Glaubens wieder auferstehen lassen. Dieser Berg ist interessant und auffällig und man kann ihn nicht übersehen. Er springt einfach ins Auge und dadurch lädt er ein, dass man sich mit diesem Berg auseinandersetzt. Aber liebe Schwestern und Brüder, was bedeutet denn so ein Berg? Was stellt das dar? Ist das ein Kunstwerk? Oder eine große Fleißarbeit? Was bedeutet dieser Berg, diese Grotte, diese 12. Station, was bedeutet das für Sie? Und womit verbinden Sie das? Ich denke, das Erste, was man sagen kann, ist, dieser Berg ist eine Erinnerung. Eine ganz klare Erinnerung für jeden von uns. Zum einen eine Erinnerung in die Geschichte hinein. Am 12. Juli 1910 wurde hier schon einmal eine 12. Station eingeweiht. Und ich fand es interessant, als ich das nachgelesen habe, diese Kreuzwegstation wurde eingeweiht vor dem eigentlichen Weihetag der Kirche. Denn der war am 20. Oktober, also deutlich später. Dies war früher. 12. Juli 1910. Wenn Sie es mal nachrechnen, ich hoffe, dass meine Mathematik nicht ganz falsch ist, dann sind das bis heute genau 101 Jahre, ein Monat, eine Woche und ein Tag. Wir können sagen Zufall, wir können auch sagen Fügung. Schön, das zu erinnern, dass nach einem so interessanten Datum genau an diesem Tag heute die Kreuzwegstation wieder eingeweiht wird. Und wir erinnern uns an die Geschichte. Wir erinnern uns aber nicht nur in die Zeit zurück, sondern wir erinnern uns auch an andere Menschen. Sie wissen das sehr gut. Diese Grotte, dieser Berg hat einen Zwilling in Moresnet. Einige von Ihnen sind da sicherlich auch schon gewesen. Und wenn wir hier diesen Kalvarienberg einweihen, dann verbinden wir uns mit den Menschen in Moresnet. Und ich denke, wir verbinden uns nicht nur mit den Menschen in Moresnet, sondern mit allen Menschen, die ein Gespür dafür haben, was der Kreuzweg für uns Menschen bedeuten kann. Eine Erinnerung in die Zeit und eine Erinnerung in den Raum, in die Weite. Und eine dritte Form der Erinnerung gibt es. Und ich glaube, das ist die wichtigste Form der Erinnerung für uns. Es ist nämlich eine Erinnerung für die Gegenwart, für uns, heute. Wir leben in einer Zeit, in der wir immer mehr in der Gefahr stehen, Gott zu vergessen. In einer Zeit, in der manche Menschen Gott schlechter verstehen oder nicht so leichte Zugänge haben wie früher. Wir leben in einer Zeit, in der wir sehr leicht abgelenkt werden. Es gibt so vieles um uns herum und mit allem müssen wir uns beschäftigen und alles ist wichtig. Wir leben in einer Zeit, die nicht gerade hinführt zu Gott, jedenfalls nicht von selbst. Ich bin vor gut 2 Wochen in Frankfurt gewesen und ich fand das schon sehr symbolisch, wenn man das da sieht. In Frankfurt sind die Bankhäuser wesentlich höher als die Kirchen. Und das sagt was über unsere Entwicklung. Das sagt was, wohin wir gehen. Und gerade jetzt erfahren wir, wie unsicher auch Geld ist. Dass diese Macht scheinbar doch keine wirkliche Macht ist, sondern unsicher. In solch einer Zeit, liebe Schwestern und Brüder, ist es, glaube ich, wichtig,
dass wir uns erinnern. Dass wir uns erinnern an das, was wichtig ist. Dass wir uns gegenseitig sagen, vergesst das nicht. Gott kann so schnell verschwinden, ohne dass wir es merken. Gott kann so schnell an die Seite gedrängt werden, ohne dass wir es merken. Wenn man hier hinschaut, kann einem das nicht passieren. Hier wird man sehr deutlich darauf gestoßen, darauf hingewiesen, Gott ist da, Gott ist Realität, mitten unter uns. Dieser Berg ist also eine Erinnerung in verschiedener Hinsicht. Ein zweites möchte ich sagen. Dieser Berg ist auch noch viel mehr, denn er ist auch ein geistliches Symbol. Er ist eine symbolische Verdichtung religiöser Erfahrung und Glaubenserfahrung. Ich möchte das ein wenig verdeutlichen. Wenn Sie auf diesen Berg zukommen, dann gibt es, ob wir wollen oder nicht, gibt es eine ganz eigenartige Bewegung. Wir werden hingezogen nach oben, zum Kreuz. Man kann fast gar nicht anders, als wenn man den Berg als Ganzes sieht, schauen und hochschauen. Und das ist eine Bewegung, die wichtig ist für uns. Oben, wie eine Krone auf dem Berg, sehen wir die Kreuzigungsgruppe. Und wenn wir diesen Berg einmal symbolisch verstehen als den Berg des Leidens und den Berg der Probleme, die wir manchmal vor uns herschieben, und wenn wir uns auch mal bewusst machen, manchmal haben wir die Neigung, wie ein Ochs vorm Berg zu stehen und nicht weiterzukommen. Wir bleiben stecken. Und dann ist es gut, so einen Berg zu haben. Einen Berg, der unseren Blick nach oben zieht. Ein Berg, der sagt, selbst wenn es noch so viele Probleme gibt, es gibt etwas, was über den Problemen steht und was uns eine andere Blickrichtung zum Himmel erlaubt. Und das ist Gott. Darauf kommt es an. Das ist die erste Bewegung. Die zweite Bewegung, wenn Sie näher kommen an diesen Berg, dann kann es gut sein, dass Sie praktisch magisch angezogen werden von dieser Grotte. Nachdem die Kreuzigungsgruppe oben aus dem Blick gerät, dann schaut man in die Tiefe, in die Grotte. Und wenn oben Christus steht, dann ist in der Grotte zentral Franziskus. Und wenn es oben darum geht zu wissen, wir kommen über den Berg unserer Probleme hinweg, dann sagt Franziskus uns, wir können auch in all den Problemen Raum schaffen. Raum, in dem wir leben können. Wir können sozusagen unsere Probleme aushöhlen und mit neuer Kraft füllen. Diese Grotte beherbergt wunderschöne Bilder. Wenn man sich die genau anschaut, dann merkt man, wie schön es ist, sich diesen Bildern zu stellen, auf diese Bilder einzugehen. Und das ist wichtig für uns, dass wir neben unseren Problemen, neben dem, was uns beschäftigt, nach neuen Bildern suchen. Nach Bildern, die uns Leben schenken. Nach Bildern, die wohltun. Schauen Sie nachher mal ruhig hinein. Und schauen Sie mal, wo Sie mit Ihrem Blick hängen bleiben. Was Ihnen gut tut. Es ist ein ganzes Panorama an Schönheit. Zweite Bewegung nach der Bewegung nach oben. Die Bewegung nach innen. Und schließlich eine dritte Bewegung. Nach oben, in die Tiefe. Das sind Bewegungen, die sind außerhalb von uns. Aber wenn wir uns wirklich einlassen auf die Begegnung mit Gott, dann gibt es eine dritte Bewegung. Und diese dritte Bewegung, die geht in unser Herz. Die trifft uns selbst. Es ist so wichtig, wenn wir glauben, dass wir nicht nur etwas außerhalb von uns sehen, sondern dass wir das verinnerlichen. Dass wir das in unserem Herzen wahrnehmen und dass wir in unserem Herzen spüren, wie Gott unser Leben trägt. Christus oben auf dem Berg, Franziskus in der Grotte und ich selbst. Diese Bewegung, dazu lädt uns diese 12. Kreuzigstation ein.
Und insofern ist sie wirklich ein tiefes geistliches Symbol, was uns tragen kann. Ein letztes möchte ich noch sagen. Was bedeutet dieser Berg, diese Grotte für uns? Es ist einerseits Erinnerung. Es ist geistliches Symbol. Aber ich glaube, was es in jedem Fall auch ist, es ist für uns eine Zukunftsaufgabe. Etwas, was etwas in uns wach hält. Es ist eine Sache, etwas aufzubauen oder etwas künstlerisch herzustellen. Aber wir wissen sehr gut, die Bilder unseres Glaubens und auch die Bilder unseres Herzens, die müssen gepflegt werden. Und das in verschiedenen Bereichen. Sie werden das bald merken. Die Anlage muss gepflegt werden, rein äußerlich. Die Erinnerung muss gepflegt werden. Es ist wichtig, hier hinzukommen. Aber das Wichtigste ist, dass wir den Sinn pflegen. Den Sinn unseres Glaubens. Es nützt nichts, wenn wir etwas tun, was nur Tradition ist. Wichtig ist es und sinnvoll wird es, wenn wir es weitergeben. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, vor der wir stehen, gerade in dieser Zeit. Deswegen geht meine letzte Anregung an die Kinder und an die jungen Leute. Diese Kreuzigstation ist etwas, was wahrscheinlich überwiegend die Älteren gemacht haben, vermute ich mal, weil die es noch von früher kennen. Und das ist gut so. Aber es ist wichtig, dass ihr jungen Leute, dass ihr euch das genauso zu eigen macht. Dass ihr euch verbindet mit dem, was hier ist. Und dass ihr euren Glauben auf eure Weise findet. Vielleicht wird das anders aussehen. Vielleicht werdet ihr in der Fastenzeit hier mal einen Gottesdienst feiern. Oder den Jugendkreuzweg hier halten. Oder vielleicht werdet ihr selber auch noch Dinge erfinden, was man tun kann an dieser 12. Station. Wenn dieser Berg der Berg des Leidens ist, dann kann es gut sein, dieses Leid bewusst zu halten. Und vielleicht muss mal jemand ein kleines Schild hinstellen. Ein Schild, wo drauf steht Fukushima. Ein Schild, worauf steht Somalia. Ein Schild, worauf steht Oslo. Dieser Berg ist nicht nur Tradition, sondern er ist etwas, was uns heute berührt. Das Leid in unserer Welt ist etwas, was uns auch heute berühren muss und berühren darf. Und wenn wir so auch in Zukunft diesen Berg lebendig halten, wenn Gott in diesem Berg anwesend ist, wenn er da ist und uns trägt, dann ist es wirklich etwas, was ganz gelungen ist. Liebe Schwestern und Brüder, Erinnerung, geistliches Symbol, Zukunftsaufgabe. Diese drei Dinge habe ich genannt. Heute feiern wir diese Fülle, die wir in diesem Symbol des Glaubens geschenkt bekommen. Aber das Schöne ist, mit heute hört es nicht auf. Denn in gewisser Weise haben sie ja auch ein Denkmal geschaffen. Und dann sagt dieses Denkmal ganz deutlich, auch für die Zukunft. Denkmal. Amen. Herzlichen Dank, lieber Pater Heinz. Wir wollen nun die Kreuzwegstation segnen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Dein Kreuz, Herr, ist die Quelle allen Segens, die Ursache aller Gnade. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Durch dein Kreuz wird den Gläubigen Kraft geschenkt aus deiner Schwäche, Leben aus deinem Tod. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, du bist uns den Weg vorausgegangen, der durch Erniedrigung und Schmach zur Herrlichkeit geführt.
segne diese Kreuzwegstation, die errichtet wird, damit wir dir in deinem Leiden und Sterben begegnen. Gib uns die Kraft, den Weg des Glaubens und der Liebe zu gehen. Hilf uns, dass wir willig unser Kreuz tragen und nach diesem Leben zur unvergänglichen österlichen Freude gelangen, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für sie dahingab. Im Vertrauen auf die rettende Macht Gottes bitten wir für unsere Welt. Für die Völker, die leiden unter Krieg, Terror, Hass und die keinen Ausweg aus der Spirale der Gewalt finden, lasset uns rufen. Für die Menschen in Ostafrika und den ärmsten Ländern der Erde, die von Dürre, Hungersnot und Heimatlosigkeit heimgesucht werden, Hilfe und die Solidarität der Völker, lasset uns rufen. Für alle in unserer Gemeinde, die bedrängt sind von Krankheit und Leid, für alle Schwerkranken, um die wir uns sorgen, um Trost und Hilfe, um die Kraft, das Kreuz zu tragen, lasset uns rufen. Für unsere Gemeinde, für unsere Familien und alle, die unserer Sorge anvertraut sind, für alle, mit denen wir in unserem Ort zusammenleben, um ein gutes Miteinander in gegenseitiger Achtung und Liebe, lasset uns rufen. Amen.
Für die jungen Menschen in unserer Gemeinde, denen wir den Glauben weitergeben möchten, als Hilfe für ein gelingendes Leben um Gottes Wege geleitet. Lasset uns rufen. Für unsere Verstorbenen, die im Zeichen des Kreuzes ihr Leben in Gott vollendet haben, besonders für unseren Verstorbenen Paul Fortemann, der im Alter von 61 Jahren verstarb, um das ewige Leben. Lasset uns rufen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Herr, unser Gott, dieses heilige Opfer hat auf dem Altar des Kreuzes die Sünde der ganzen Welt hinweggenommen. Es schenke der Welt Frieden und Versöhnung in Christus, unserem Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn.
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht. Dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn du hast das Heil der Welt auf das Holz des Kreuzes gegründet. Vom Baum des Paradieses kam der Tod, vom Baum des Kreuzes erstand das Leben. Der Feind, der am Holz gesiegt hat, wurde auch am Holze besiegt durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, feiern dich die Chöre der Engel jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Ich heilig, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, dir zu dienen und bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut, und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und flende dein Volk in der Liebe. Vereint unseren Papst Benedikt,
unseren Bischof Felix und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordenschristen und mit allen, die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen zu ewigem Leben. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, dem heiligen Bonaventura, dem heiligen Franziskus und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass sie dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns so beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt Frieden und Versöhnung. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Wünschen wir uns einander den Frieden. Gut, dass du das gemacht hast. Der Friede sei mit dir. Seht das gebrochene Brot, seht Christus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für sie dahingab, damit wir das Leben haben.
überbrücken. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du hast am Holz des Kreuzes der Welt das ewige Leben erworben. Führ uns durch diese Feier zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben und uns in ihm ein Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne euch und mach euch bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Amen. Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tode entrissen hat, stärke euren Glauben
und führe euch zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. Und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung, gebe er Anteil an seiner Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir sind fast am Ende unseres Gottesdienstes und Rudi Timpus würde gerne noch ein Wort sagen. Ja, gehen wir nach oben zur Kanzel, die haben wir noch gar nicht gebraucht. Wir können es so lange setzen, ja? Ja, hier oben hat eigentlich die Bruder Schnittger Herrn Schuld. Da hat hier oben einmal staunen und dann hat er gesagt, nee, ich gehe doch lieber nach unten hin. Aber von hier oben hat er jedenfalls mal sehen können, so ein Hirte hier oben, wo viel Schöpfe und Lämmlein die da unten hin. Liebe Mühlner, liebe Gäste, vorweg ein herzliches Danke im Namen des Heimatvereins, dass ihr alle heute so zahlreich erschienen seid und damit ein Zeichen gesetzt habt. Herzlichen Dank an unsere Franziskaner-Patres, besonders auch an Pater Wolfgang für die Gestaltung des Gottesdienstes und an Pater Heinz Schnittger für seine Ansprache. Einen herzlichen Dank an die Messdiener, die Fahnenträger der einzelnen Vereine des Ortes und vor allem an das Kolbing-Orchester unter Leitung von Christoph Pille und an den gemischten Chor Eintracht mit Dirigentin Maren Pille. Dank auch an Hubert Graber für die Installation hier dieses Mikrofons und der Boxen da unten. Der Heimatverein möchte jetzt aber gerne alle, kommt das Wichtigste hier eigentlich fast nicht, zu einer kleinen Feier im Pfarrheim und vor dem Pfarrheim einladen. Alle sind uns gleichermaßen herzlich willkommen. Alle gehen leider nicht ins Pfarrheim rein, aber wir haben vorgesorgt. Auch vor dem Pfarrheim gibt es Freibier vom Fass gezapft. Natürlich nicht bis in die Puppen. Das gilt natürlich auch für die alkoholfreien Getränke. Und da auch die Zeit des Abendessens anbricht, möchte ich darauf hinweisen, dass es Bratwürste zur Stillung des Hungers gibt. Die müssen dann allerdings bezahlt werden. Und an dieser Stelle möchte ich mich besonders bei den Organisatoren, vornehmlich aus dem Ortsausschuss des Pfarrgemeinderates, hier vor allem auch bei Josef Rolfes bedanken. Alle schieben heute eine extra Schicht für den Heimatverein, denn erst morgen steht das Pfarrfest an. Und dann sind sie natürlich wieder in Action. Herzlichen Dank. Und ich kann nur sagen, viel Vergnügen heute Abend. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Rudi. Es ist vielleicht noch nachzutragen, dass wir Besuch bekommen haben, auch die hohe Geistlichkeit aus Steinfeld, alle drei Pasteure sind vorhin gekommen und ökumenisch, Pfarrer Völkers von der Evangelischen Kirchengemeinde. Darüber freuen wir uns auch ganz besonders. Herzlichen Dank für euer Kommen. Wir wollen nun im Frieden miteinander noch feiern und fröhlich sein, so wie Rudi das vorhin gesagt hat. Wir singen zum Schluss das Franziskuslied O Franziskus, du Vater der Armen. Thank you.